ist Kommunist. Er glaubt an den Sieg des Sozialismus. Doch mit der Wende geht's für ihn steil bergab. Schnell ist er ganz unten angelangt, am Boden zerstört. Ausgerechnet ein kirchlicher Segen verändert sein Leben. Warum er heute wieder Land sieht und Perspektiven hat, erzählt er gleich selbst. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen im Hof mit Himmel. Herzlich willkommen, René Rock. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Der 9. November 1989. Können Sie sich noch erinnern, was Sie an dem Tag gemacht haben? Also gar nicht mehr so wirklich. Ich bin damals bei der Armee gewesen. Ich war Berufssoldat gewesen. Ich war im Dienst gewesen. Und ich habe dann also abends diese Fernsehsendung gesehen mit diesem berühmten Interview, dem berühmten Satz. Mhm. Dass also ab sofort die Grenzen offen sind. Ja, und das dachte, was ist das? Was ist das jetzt? Das muss doch für Sie eine Katastrophe gewesen sein, oder? Ja, eine Katastrophe, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Für mich ist also wie eine Art Welt zusammengebrochen. Mhm. Gerade an diesem Tag. Ja, also auf einmal war alles das, wofür ich stand, das war wie weg. Ne? Das entglitt sozusagen zwischen den Fingern. Ja. Wofür Sie standen, das wollen wir uns jetzt erstmal im Film anschauen, damit man das auch einordnen kann, weil die Entwicklung hat Sie ja also schon ganz schön irritiert und es hat auch viel mit Ihrer Herkunft zu tun. René Rock hat es nicht leicht. Er wächst in der DDR in ärmlichen Verhältnissen auf und der Vater trinkt. Er sieht ihn selten und lernt schon bald, auf meinen Vater ist kein Verlass. Wenn er ihn braucht, ist er nicht da, entweder auf Sauftour oder in der Klinik. Die Mutter ist stellvertretende Schulleiterin. Trotzdem fehlt es in der Familie an allem. Eine Hose pro Jahr, mehr ist nicht drin für den jungen René. Darum geht er mit 18 zur NVA, zur Nationalen Volksarmee. Der Umgangston ist hart, aber er verdient gut. Die finanziellen Sorgen sind vorbei. René Rock ist überzeugter Kommunist und glaubt an die Sieghaftigkeit des Sozialismus. Was war die Armee, was war der Sozialismus für Sie? Der Sozialismus war eine Idee. Mhm. Die Idee von einer gerechten Gesellschaft, die Idee von neuen Menschen, die da werden können. Ja, und die Armee war ein Mittel, um diesen Sozialismus zu verteidigen, denn dieser Sozialismus in der DDR war bedroht. Mhm. So habe ich damals zumindest geglaubt. Ja. Jetzt hieß es ja im Film auch, dass Sie also keinen großartigen Kontakt zum Vater hatten. Ich weiß nicht, wie sah es aus mit der Mutter? Hatten Sie da eine gute Beziehung? Ja, ich denke, zu meiner Mutter hatte ich also doch eine recht gute Beziehung gehabt. Mhm. Na, wobei dass die Zeit, die sie für uns aufbringen konnte, begrenzt war. Ja. Ich war engagiert gewesen, beruflich und ja. Da habe ich fast so den Eindruck, die Armee und die Organisation, die es da auch in der DDR gab, das war so ein bisschen vielleicht auch Familienersatz für Sie? Ja, na, zumindest war es eine Zeit bei der Armee, in der ich also das schon so gesehen habe, dass das so, das ist, was mein Leben erfüllt. Das war so meine Lebenserfüllung, mein Lebenssinn bestand dann schon in der Armee, ne, in diesem Beruf. Ich hatte eine wöchentliche Arbeitszeit von, ich denke, so 70 bis 80 Stunden, die ich da in der Kaserne verbracht habe. Mhm. Und häufig waren wir auch ganze Wochen weg gewesen in Lagern und so weiter. Was hat Sie daran fasziniert oder was war das Schöne an diesem Leben? Kann man sich gar nicht so vorstellen, hinter Stacheldraht und dann nochmal Stacheldraht in der Armee. Ja,
Das Fantastische für mich war dabei gewesen, oder das Reizvolle, fantastisch ist vielleicht übertrieben, aber das Reizvolle ist natürlich, es hat was mit Abenteuer zu tun. Mhm. Na? Also du kannst draußen schlafen bei minus 25 Grad und du lernst da Feuer zu machen, und du lernst mit allen möglichen Waffen zu schießen. Und bei mir kam noch dazu, ich war sozusagen ein Bestimmer gewesen. Ich war jemand, der was zu sagen hatte, ich konnte Befehle erteilen und ja, das war schon faszinierend. Mhm. Was hatten Sie für ein Ziel? Wohin wollten Sie in Ihrem Leben kommen, der große Traum? Tja, also den gab es eigentlich gar nicht so. Also mhm. so im Beruf immer weiter vorwärts kommen, ne? Also die Karriereleiter zu erklimmen. Aber ich sag mal, das, was mir gefehlt hat so für mein persönliches Leben, war eigentlich ein Sinn. Mhm. Mhm. Mussten Sie eigentlich auch dem ganzen System so ein bisschen Tribut zollen? Hat die Stasi auch mal angeklopft? Ja, natürlich war das so gewesen, dass wir also bei der, also auch als Berufssoldaten mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet haben. Das war halt einfach so gewesen, mhm. dass da also ja, Berichte über Soldaten an die Ordensabteilung für Abwehr ging, an die militärische Abwehr. Mhm. Und dass es da also eine Zusammenarbeit gab, die war einfach da gewesen. Ja, ja, so Dinge wie Reisefreiheit und überhaupt Freiheit, war das für Sie ein Thema gewesen oder konnten Sie damit ganz gut umgehen? Naja, in der DDR gab es, also ich bin halt überzeugter Kommunist gewesen, als solches auch Marxist. Und diese Leute berufen sich dann auf Hegel, der mal gesagt hat, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Und die Notwendigkeit bestand also, dass also da eine Grenze sein musste zwischen diesen Systemen und man diese Grenze nicht zu verlassen hatte. Mhm. Punkt. Also Sie hatten keinen Wunsch, auch mal die andere Seite irgendwie kennenzulernen? Ja, nun diese Wünsche waren schon da. Na, also eine Cousine von mir, die wohnte in West-Berlin und ich durfte sie aber während dieser Armeezeit, durfte es keine Kontakte mehr geben, die waren einem einfach verboten gewesen, die waren abgebrochen gewesen, das war wie abgeschnitten. Mhm. Es gab auch keine Zweifel dann an dem Sozialismus, an dem, was Sie da in der DDR erlebt hatten? Ja, das würde ich jetzt im Nachhinein sagen, dass es da immer schon mal Nachdenkliches gab. Ich war immer schon so ein Mensch, der nachgedacht hat, ja, der so philosophisch auch interessiert war und der so ein Gerechtigkeitsstreben hatte. Mhm. Und nun war das, was auf dem Papier stand, was also da an Gerechtigkeit, also an Idee sein sollte, erlebte ich, in der Umsetzung ist es nicht immer so. Es gab in der DDR Arme, es gab Reiche, es gab die zum Beispiel, die Westgeld hatten und die keins hatten. Ne? Und es gab also dort schon Unterschiede. Es gab welche, die haben sich durchgemogelt und es gab welche, ja, die so richtig ehrlich und für diese Ideen einstanden, mhm. die waren also eher die wenigeren gewesen. Ja. Der gute Mensch, den gab es nicht. Als Kommunist und Sozialist, gehe ich mal davon aus, waren Sie auch Atheist? Ja. An was haben Sie geglaubt? Also ich habe geglaubt an die Nicht-Existenz Gottes. Mhm. Das war also richtig klar, also einen Gott konnte es nicht geben. Ja. Diese Welt ist entstanden, ja, wie auch immer, sie hat sich entwickelt. Na, es gibt also ja die Evolution in allen Bereichen. Es gibt also Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte. Alles ist erklärbar, alles ist gesetzmäßig, mhm. alles geht seinen sozialistischen Gang. Und haben Sie auch daran geglaubt oder damit gerechnet, dass eines Tages die gesamte Welt diesen Ideen mal folgen müsste? Ja, na, das war nun das große Ziel. Ne? Schon als kleiner Junge in der Pionierorganisation, da habe ich dann so die Karten gesehen. Die Atlanten in der DDR waren so gewesen, der Sozialismus, das war alles rot gewesen. Und da wurde dann aufgezeigt, ne? Also 1917 gab es nur einen roten Teil, die Sowjetunion. Und dann wurde das immer mehr und dieses Rote breitete sich immer weiter aus. Und die Perspektive war dann gewesen, die ganze Welt ist eines Tages rot. Mhm. Und da fällt mir auch dieses bekannte Zitat ein, ich glaube von Erich Honecker, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, aber auf jeden Fall, er wird damit auf jeden Fall in Verbindung gebracht, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Und das dachten Sie ja eigentlich auch, bis es dann doch ganz anders kam. Der Traum war geplatzt. René Rock wünschte sich den weltweiten Sozialismus, doch nun war alles aus. Seine Zukunft war Geschichte. Die DDR war Geschichte. Die Wende entzückte die Welt, aber nicht René Rock. Er war Soldat der DDR und von der Sieghaftigkeit des Sozialismus überzeugt. Nun gehörte der Osten zum Westen. Doch was hat es ihm gebracht? Arbeitslos und ohne Perspektive. Er trinkt wie der Vater. Seine Frau will nichts mehr von ihm wissen. Und die Kinder auch nicht.
Wegen Schulden muss er sein Haus verkaufen. Er ist allein. René Rock hat alles verloren, was ihm wichtig war und woran er geglaubt hat. Alles verloren. Was ist dann passiert? Eigentlich klingt es wie ein Abschluss eines Lebens. Ja, das war ein Tiefpunkt in meinem Leben, würde ich sagen. Es war einer oder der Tiefpunkt? Ja, das ist, also, bis es dahin kam, da verging schon noch eine Zeit. Es war sicherlich ein Prozess gewesen in meinem Leben, der davon gekennzeichnet war, dass ich immer mehr dem Alkohol zugesprochen habe. Ich habe also ja wirklich vermisst Sinn in meinem Leben, gerade nach dem Ende der DDR. Es waren nicht Freunde da, es war nicht also eine Gemeinschaft da, in der ich mich aufgehoben fühlte. Und so richtig Aufgaben in meinem Leben konnte ich auch nicht erkennen. Können Sie Ihre Verzweiflung beschreiben? Und nach diesem Tiefpunkt, den ich dort erlebt habe, war das halt einfach so gewesen, dass ich die Zweifel haben mich einfach voll im Griff gehabt. Ich war also so, dass ich dachte, es geht nicht mehr weiter. Du kannst nicht mit Alkohol leben, du kannst nicht ohne Alkohol leben. Du hast eigentlich niemanden mehr auf dieser Welt. Du bist völlig allein. Du bist völlig am Boden. Da geht nichts mehr. Das war so ein Zustand gewesen, zu dem ich dann kam. Aha. Und wie äußerte sich das dann? Was haben Sie in dem Moment gemacht? Ja, es war also so gewesen, dass ich da damals allein lebte in Plauen, in einer Wohnung. Und ich habe also in diesem Tiefpunkt dann nur noch eins gemacht und eins machen können. Ich habe geschrien. Ich habe geschrien, vor allen Dingen mit meinem Herzen. Vorsicht, wir müssen aufs Mikrofon aufpassen. Ja. Meine Stimme, die war also dann schon weg gewesen. Und ich habe einfach geschrien, Hilfe. Wenn noch jemand da ist, dann Hilfe. Wen haben Sie damit gemeint, mit jemand? Also es musste jemand, meine letzte Hoffnung war gewesen, es gibt noch jemanden außerhalb von mir. Und nicht ich kann es sein, der mein Leben verändert, weil ich habe gemerkt, ich kann mit mir selbst nichts mehr tun. Ich habe also in meinem Leben sozusagen versagt. Ich bin an den Tiefpunkt angelangt. Ich bin der absolute Loser, der absolute Verlierer in meinem Leben. Ich kann es aus mir aus ja nicht. Ja. Gott kann es aber nicht gewesen sein, der außerhalb war, weil Sie ja also daran geglaubt haben, dass Gott nicht existiert. Ja, also das war so ein Punkt gewesen, wo ich denke, ob ich in diesem Augenblick dann nicht doch die Hoffnung hatte, dass es einen Gott oder was auch immer geben kann, das würde ich jetzt einfach mal so bejahen. Ja. Also ich denke, da war schon noch diese letzte Hoffnung da. Vielleicht gibt es ja doch diesen Gott, an den ich bisher überhaupt nicht glauben konnte. Okay, was haben Sie dann gemacht? Wo haben Sie dann nach der höheren Macht oder nach dem, was Ihnen dann vielleicht helfen kann, gesucht? Ja, also bei mir war es dann so gewesen, dass ich in dieser Nacht dann erlebt habe, dass Gott mich gehalten hat. Also ich habe das so erlebt, dass ich also einen Frieden erlebt habe, dass ich eine neue Hoffnung bekommen habe, dass ich ein neues Ziel sozusagen vor Augen hatte, so ein Licht. Und ohne einen Gott zu kennen, haben wir plötzlich gewusst, da ist also... Da ist noch jemand außerhalb, der nimmt dich so an, wie du bist dort geliebt. Okay, sind Sie dann gleich in die nächste Kirche gerannt? Und ja, also in meinem Leben war das so, dass ich also Kirche erlebt habe als etwas von vorgestern. Das war also etwas, was so zum Mittelalter eher gehörte. Ja. Und auch die Christen erlebte ich so als ziemlich komische Menschen, viele von ihnen. Sie hätten doch das Heil auch im Sozialismus suchen können, oder konnte der Ihnen in dem Moment nicht helfen? Ja, der war ja nun schon vorbei gewesen. Also dieses Ereignis, was ich jetzt beschreibe, das lag schon also dann 9 Jahre nach dem Ende der DDR. Ja. Den gab es nicht mehr. Ich war ja schon völlig desillusioniert gewesen und ich wusste also, das ist es nicht. Ja. Diese Gesellschaftsordnung, diesen Kommunismus gibt Sozialismus es nicht mehr. Sozialismus ist es nicht, die Kirche ist es nicht. Wo haben Sie dann gesucht? Ja, ich habe also zuerst gedacht, also so ein Gott, und wenn man sich so Zeitschriften, Zeitungen anguckt, Bücher anguckt, dann heißt das dort, viele Wege führen zu Gott. Es gibt also viele Wege und eines meiner Träume in meinem Leben war immer, ich wollte etwas Besonderes sein. Ich, René Rock, musste doch etwas Besonderes sein. Und da dachte ich, du suchst ja jetzt deinen besonderen Weg zu Gott. Ja, und dann habe ich also so ausprobiert. Dann mischt man sich da sowas zusammen, sowas Esoterisches,
Ne? Ja. Dann guckt man so ein bisschen nach dem fernen Osten, das ist so in. Ne? Dann guckt man ein bisschen so Buddhismus. In Richtung Buddhismus, in Richtung Hinduismus. Mhm. Das fand ich immer schon faszinierend. Ne? Ja. Diese alte Hochkultur und ja, das war also so ein Weg. Also ich habe auch selbst den Koran gelesen, weil ich dachte, vielleicht ist es das. Na, da findest du wenigstens ganz viele Freunde, die halten ja richtig zusammen. Mhm. Und ja. Was ist dabei rausgekommen letztlich? Dabei rausgekommen ist, dass ich dort Gott nie so erlebt habe. Ich habe also erlebt, das ist nicht der, der dich gehalten hat. Mhm. Es ist nicht der, der Frieden gibt. Nicht wirklich. Mhm. Na? Sondern das eine ist dann so, das bezieht auf sich selbst. Du sollst dich selbst entwickeln. Das hat was mit Selbstentwicklung zu tun. Na, diese ganze Esoterik-Schiene. Aber wie soll das gehen, wenn man also selber schon ganz unten ist? Ja? Wie kann ich mich selbst entwickeln? Ich wusste, das funktioniert nicht. Mhm. Mit allen Versuchen, selbst etwas aus meinem Leben zu machen, die sind gescheitert. Und bei Allah ist es so, das ist ein Gott, der Unterwerfung fordert. Mhm. Na? Wo zwar die Gemeinschaft da ist, aber dann unterwirft nicht. Ich habe dort die Liebe nicht erkennen können, die mir begegnet ist. Okay, und was war die Konsequenz daraus? Die Konsequenz war, dass ich dachte, naja, du gehst halt doch mal in so einen Gottesdienst, in so einen christlichen und setzt dich dort einfach mal rein und vielleicht ist ja doch was dran an diesem christlichen Gott. Was haben Sie da erlebt? Ja, dort erlebte ich also zunächst, dass mir das sehr fremd war, so wie ich das befürchtet hatte oder wie ich mir das vorgestellt habe, das ganze Umfeld. Die Liturgie, die Sprüche, die Gesänge, das war doch alles, entsprach nicht dem, wie ich das so wollte. Ja, da gibt es ja dann schon ganz einfache Hürden, wann steht man auf, wann setzt man sich hin, ja, und die komischen Texte, die da sprechen. Genau, das war also schon ein bisschen schwierig, ich habe auch nicht viel verstanden. Ja. Was ist da hängen geblieben, ist überhaupt was hängen geblieben? Ja, und es gab dann etwas, was mein Leben dann verändert hat. Es war also die Predigt gewesen, der damalige Superintendent Thomas Küttler hat die gehalten. Ich habe nicht wirklich sehr viel davon verstanden für mich jetzt, ne? Also mitnehmen können von der Vernunft her. Aber zum Schluss dieser Predigt sagt er einen Satz. Er sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Und da dachte ich, wow, der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, also auch als meine Vernunft. Das habe ich erlebt. Mit meiner Vernunft kann ich nichts anrichten. Da ist etwas, was höher ist als meine Vernunft, was außerhalb meiner Vernunft ist. Und da ist etwas, was dir Frieden gibt. Und das ist etwas, was dein Herz bewahren wird in Zukunft. Und das hat mit Jesus Christus zu tun. Und da wusste ich, hier bin ich richtig. Jetzt muss man vielleicht erklärend dazu sagen, das ist also ein Abschlusssegen, also ein liturgisches... Ganz exakt heißt das Kanzelsegen. Kanzelsegen, ja, also eine an und für sich eher schon etwas ältere tote Liturgie. Und ausgerechnet das macht aus dem einst strammen Sozialisten und Kommunisten einen interessierten zukünftigen Christen? Ja, nun, es war ja so gewesen, die Voraussetzung dafür, dass ich das so aufnehmen konnte, war sicherlich dieser Tiefpunkt in meinem Leben gewesen. Mm. Es war sicherlich dieser Punkt gewesen, wo ich völlig leer dastand, wo ich völlig anerkannt habe, ich habe versagt, ich habe verloren, ich kann aus meiner Kraft nicht mehr. Und dann ist es so, dass ja, ich diese Suche nach Gott, er hat es uns ja verheißen, dass er sich finden lässt. Mm. Und das ist dann halt auch passiert. Also es muss es bei den Menschen erst so weit kommen, dass man sagt, also ich selber kann nicht mehr und dann ist man erst bereit für die Kirche und für einen lieben Gott? Also ich denke, das ist eine interessante Frage, wo ich mir die Antwort auch schwer fällt. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass ich sehr viele Menschen kenne, denen das so ging. Ja. Sicherlich nicht so dramatisch wie bei mir. Sicherlich nicht so an einem Punkt, wo ja, das schon um Leben oder Tod ging, wie das bei mir damals der Fall war, an meinem Tiefpunkt. Aber sicherlich in oftmals in Punkten des Lebens, wo Menschen merken, ich komme nicht mehr weiter. Mhm. Und ja, wo dieser Schrei da ist und wo dieser Hilfeschrei oder dieser Ruf um Hilfe, wo der auch beantwortet wird. Ja. Ich will jetzt mal einen kleinen Sprung machen. Das war also damals der Auslöser, der Sie also zum einen ins Nachdenken gebracht hat und zum anderen auch so derart berührt und angesprochen, dass sich Ihr Leben verändert hat. Wie leben Sie heute? Heute ist es so, dass ich gehöre zu Jesus. Mhm. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe ihn erfahren und ich erfahre ihn täglich. Ich kann mit ihm reden.
Wo erfahren Sie ihn und wie? Ich erfahre ihn in meinen Gebeten. Mhm. Ich erfahre ihn, indem ich in seinem Wort lese. Die Bibel ist mir ganz, ganz wichtig geworden. Ja. Damals nach dieser Situation in der Kirche war es in meiner ersten Handlung gleich, dass ich losgegangen und habe mir Bibeln gekauft, weil ich dachte, das musst du lesen. Und die Freude daran und zu sehen, dass dieses Wort Gottes also wirklich die Wahrheit enthält und dass dieses Wort Gottes auch vernünftig ist, das war für mich völlig erstaunlich gewesen, dass ich dachte, wow, das ist ja völlig anders, als du dachtest. Das ist ja vernünftig, das ist ja verständlich, das entspricht ja dem, wie wir sind als Menschen. Haben Sie dann auch Menschen kennengelernt, die Ihre Situation verstanden haben oder die auch damit umgehen konnten? Ja, es war dann so gewesen, ich hatte mich dann einem Hauskreis angeschlossen. Dieser Hauskreis steht so dem CVJM nahe. Dort sind also Menschen gewesen, die zum Teil Ähnliches erlebt haben, beziehungsweise die Suchende waren, also die da sehr, ja, sehr darauf aus waren, Gott näher kennenzulernen. Ja, und diese Menschen, da fühlte ich mich einfach wohl. Ich habe auf einmal da Freunde gehabt, Freunde neu kennengelernt. Und ja, das finde ich bis heute absolut faszinierend für mich in diesem Leben. Menschen, die Sie vorher kannten, mit denen Sie vorher befreundet waren, haben die nicht gesagt, plötzlich der René ist ein Wendehals oder hat sich jetzt hier irgendwie der Kirche an den Hals geworfen? Ja, es gab sicherlich solche Stimmen, also die gesagt haben, ja, was ist denn jetzt aus dem geworden? Mhm. Aber Menschen, die mich wirklich relativ in der letzten Phase vor meinem Tiefpunkt erlebt haben, da gibt es ganz viele, die gesagt haben, wow, wie hast du dich verändert? Mhm. Und das ist also wirklich zum Positiven. Ich kann es selbst gar nicht so ermessen. Und manchen sage ich aber auch auf der anderen Seite, die mich so nicht erlebt haben, sage, sei froh drüber, dass du mich nicht so erlebt hast vor meinem Leben, bevor das so richtig bevor ich so richtig den Tiefpunkt erreicht hatte. Sie würden aber trotzdem für sich selber sagen, es war notwendig, erst dahin zu kommen, um... Für mich war es sicherlich so gewesen. Ich bin also ein Sturkopf. Ich bin in vielen Dingen, also bin ich da auch begrenzt. Und Gott hat, um mich zu verändern, hat ja das also richtig so, sage ich mal, eher die Methode Holzhammer gebraucht, um mich da so richtig runterzuführen. Ich hoffe, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht so weit kommen müssen erst, sondern die vielleicht sich vorher schon auf die Suche machen und sagen, könnte da nicht was dran sein? In meinem Leben könnte es da nicht etwas sein, was meinem Leben völlig neuen Sinn gibt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das ist mir einfach zu einfach. Ja? Komm in die Kirche oder komm zu Jesus und alles wird gut. Sie hatten ja vorher wahnsinnig viele Probleme. Alkoholismus, Familie zerrüttet, die Kinder haben sich, glaube ich, von Ihnen auch losgesagt, arbeitslos, Schulden und so weiter und so fort, also die gesamte Palette. Was antworten Sie Menschen, die sagen, also hier so einfach kann man sich's nicht machen und alles auf Jesus oder den lieben Gott schieben? Also Gott verändert Leben. Jesus hat mein Leben verändert. Das sage ich jetzt mal für mein Leben. Es ist also so inzwischen, ich habe also einen Job, unter anderem bin ich im CVJM Landesverband angestellt. Ja. Christlicher Verein junger Menschen, ausgesprochen und geschrieben. Und ich bin verheiratet, ich bin also habe eine tolle Frau, die mir Jesus gegeben hat. Zu meinen Kindern habe ich also auch ein sehr gutes Verhältnis inzwischen. Sie beschweren sich zwar manchmal, dass ich zu wenig Zeit für sie hätte, aber es ist ein sehr gutes Verhältnis wieder geworden. Ja, ich habe meinen Führerschein wieder, der damals weg war. Ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Also ich habe auch eine neue Freude überhaupt am Leben gewonnen. Und das ist also, mein Leben ist da so verändert worden. Es ist natürlich so, dass sich nicht alles verändert. Ich habe also durch mein sehr exzessives Leben, durch Rauchen, durch Trinken und so weiter, habe ich meinem Körper natürlich Schäden zugefügt. Und die lassen sich nicht, manches ist davon irreparabel, sage ich einfach. Wie gehen Sie heute mit Alkohol um? Ich habe seit 10 Jahren kein Alkohol mehr angefasst. Also ich habe damals mein letztes Glas stehen lassen und das ist bis heute so geblieben. Fällt Ihnen das schwer? Zu Anfang dachte ich, so etwas gibt's gar nicht. Ein Leben ohne Alkohol ist für mich undenkbar gewesen. Aber es gab etwas, was mir geholfen hat. Und das ist auch etwas, was Jesus uns sagt. Der sagt einfach, nur für heute. René, trinke nur für heute nicht. Und so habe ich mir in der Anfangszeit gerade vorgenommen, heute an diesem Tag will ich nicht trinken. Jesus sagt, kümmere dich um den heutigen Tag. Alles andere lass meine Sorge sein. Und ja, das ist also etwas, was mich getragen hat bis heute.
Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Sie in Ihrem früheren Leben eigentlich keinen so einen rechten Sinn in dem gesehen haben, was Sie alle so machen, oder kein Ziel hatten, auf das Sie hinsteuern. Hat sich das verändert? Ja, also heute denke ich, also mein Leben hat einen Sinn. Ne? Ich würde das mal so beschreiben mit dem, was, ja, was mir so begegnet ist. Ich habe meine erste Bibel gekauft, das war eine gute Nachricht. Ja. Die gute Nachricht ist, und das war meine zweite, dass es Hoffnung für alle gibt, also auch für mich. Mhm. Und diese Hoffnung für alle besteht darin, und das war meine dritte, dass es ein neues Leben gibt. Ja. Ein neues Leben, was wir haben werden, dass wir also eine Perspektive haben werden, die über diesen Tod hinaus gibt. Okay, das waren jetzt Titel von drei unterschiedlichen Bibelausgaben. Und das Schöne ist, dass wir hier auch noch eine vorstellen, das Neue Testament, und ein paar Exemplare dann auch weitergeben können. Die wurden interessanterweise, haben Sie mir vorhin erzählt, die sind, also der Van Heiden, der dieses geschrieben hat, der kommt, wohnt im Vogtland, meiner Wahlheimat, ja. Ja, also in Hammerbrücke. Sozusagen ist das ein vogtländisches Neues Testament, wenn man das so sagen darf. Und ja, ich mag es. Also auch ein Teil von Ihnen sozusagen. Ja, genau, ja? Ne? Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier in der Sendung waren, und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke. Wenn Sie Fragen haben oder mit René Rock in Kontakt treten möchten, wenden Sie sich an uns. Wir leiten Ihre Anfrage gerne. Erfüllung, mein Lebenssinn bestand dann schon in der Armee, ja. In diesem Beruf. Ich hatte eine wöchentliche Arbeitszeit von, ich denke, so 70 bis 80 Stunden, die ich da in der Kaserne verbracht habe. Mhm. Und häufig waren wir auch ganze Wochen weg gewesen in Lagern und so weiter. Was hat Sie daran fasziniert, oder was war das Schöne an diesem Leben? Kann man sich gar nicht so vorstellen, hinter Stacheldraht und dann nochmal Stacheldraht in der Armee. Ja, ja, das Fantastische für mich war dabei gewesen, oder das Reizvolle, fantastisch ist vielleicht übertrieben, aber das Reizvolle ist natürlich, es hat was mit Abenteuer zu tun. Mhm. Na? Also du kannst draußen schlafen bei minus 25 Grad und du lernst da Feuer zu machen, und du lernst mit allen möglichen Waffen zu schießen. Und bei mir kam noch dazu, ich war sozusagen ein Bestimmer gewesen. Ich war jemand, der was zu sagen hatte. Ich konnte Befehle erteilen, und ja, das war schon faszinierend. Mhm. Was hatten Sie für ein Ziel? Wohin wollten Sie in Ihrem Leben kommen, der große Traum? Tja, also den gab es eigentlich gar nicht so. Also so ja, im Beruf immer weiter vorwärts kommen, ne? Also die Karriereleiter zu erklimmen. Aber ich sag mal, das, was mir gefehlt hat so für mein persönliches Leben, war eigentlich ein Sinn. Hm, hm. Mussten Sie eigentlich auch dem ganzen System so ein bisschen Tribut zollen? Hat die Stasi auch mal angeklopft? Ja, natürlich war das so gewesen, dass wir also bei der, also auch als Berufssoldaten mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet haben. Das war halt einfach so gewesen, dass da also ja, Berichte über Soldaten an die bei uns Abteilung für Abwehr ging, an die militärische Abwehr. Mhm. Und dass es da also eine Zusammenarbeit gab, die war einfach da gewesen. Ja, ja, so Dinge wie Reisefreiheit und überhaupt Freiheit, war das für Sie ein Thema gewesen, oder konnten Sie damit ganz gut umgehen? Naja, in der DDR gab es, also ich bin halt überzeugter Kommunist gewesen, als solches auch Marxist. Und diese Leute berufen sich dann auf Hegel, der mal gesagt hat, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Und die Notwendigkeit bestand also, dass also da eine Grenze sein musste zwischen diesen Systemen und man diese Grenze nicht zu verlassen hatte. Mhm. Punkt. Also Sie hatten keinen Wunsch, auch mal die andere Seite irgendwie kennenzulernen? Ja, nun, diese Wünsche waren schon da. Na, also eine Cousine von mir, die wohnte in West-Berlin, und ich durfte sie aber während dieser Armeezeit, durfte es keine Kontakte mehr geben, die waren einem einfach verboten gewesen, die waren abgebrochen gewesen, das war wie abgeschnitten. Mhm. Es gab auch keine Zweifel dann an dem Sozialismus, an dem, was Sie da in der DDR erlebt hatten? Ja, das würde ich jetzt im Nachhinein sagen, dass es da immer schon mal Nachdenkliches gab. Ich war immer schon so ein Mensch, der nachgedacht hat, ja, der so philosophisch auch interessiert war und der so ein Gerechtigkeitsstreben hatte. Mhm. Und nun war das, was auf dem Papier stand, was also da an Gerechtigkeit, also an Idee sein sollte, erlebte ich, in der Umsetzung ist es nicht immer so. Es gab in der DDR Arme, es gab Reiche, vor Augen hatte so ein Licht. Und ohne einen Gott zu kennen, haben wir plötzlich gewusst, da ist also... Da ist noch jemand außerhalb, der nimmt dich so an, wie du bist dort geliebt. Okay, sind Sie dann gleich in die nächste Kirche gerannt? Und, ja, also in meinem Leben war das so, dass ich also Kirche erlebt habe als etwas von vorgestern. Mhm. Na, das war also etwas, was...
ja, so zum Mittelalter eher gehörte. Ja. Und auch die Christen fand ich, also erlebte ich so als ziemlich komische Menschen, viele von ihnen. Sie hätten doch das Heil auch im Sozialismus suchen können, oder konnte der Ihnen in dem Moment nicht helfen? Ja, der war ja nun schon vorbei gewesen. Mhm. Also dieses Ereignis, was ich jetzt beschreibe, das lag schon, also dann 9 Jahre nach dem Ende der DDR. Ja. Den gab es nicht mehr. Ich war ja schon völlig desillusioniert gewesen und ich wusste also, das ist es nicht. Ja. Diese Gesellschaftsordnung, diesen Kommunismus gibt Sozialismus es nicht mehr. Sozialismus ist es nicht, die Kirche ist es nicht. Wo haben Sie dann gesucht? Ja, ich habe also zuerst gedacht, also so ein Gott, und wenn man sich so Zeitschriften, Zeitungen anguckt, Bücher anguckt, dann heißt das dort, viele Wege führen zu Gott. Mhm. Es gibt also viele Wege und eines meiner Träume in meinem Leben war immer, ich wollte etwas Besonderes sein. Ich, René Rock, musste doch etwas Besonderes sein. Und da dachte ich, du suchst ja jetzt deinen eigenen, deinen besonderen Weg zu Gott. Mhm. Ja, und dann habe ich also so ausprobiert, ne? Also so, dann mischt man sich da sowas zusammen, sowas Esoterisches, ne? Ja. Dann guckt man so ein bisschen nach dem fernen Osten, das ist so in, ne? Dann guckt man ein bisschen so Buddhismus. In Richtung Buddhismus, in Richtung Hinduismus. Mhm. Das fand ich immer schon faszinierend, ne? Ja. Diese alte Hochkultur und ja, das war also so ein Weg. Also ich habe auch selbst den Koran gelesen, weil ich dachte, vielleicht ist es das. Na, da findest du wenigstens ganz viele Freunde. Die halten ja richtig zusammen. Mhm. Und ja. Was ist dabei rausgekommen letztlich? Dabei rausgekommen ist, dass ich dort Gott nie so erlebt habe. Ich habe also erlebt, das ist nicht der, der dich gehalten hat. Mhm. Es ist nicht der, der Frieden gibt. Nicht wirklich. Mhm. Na? Sondern das eine ist dann so, das bezieht auf sich selbst. Du sollst dich selbst entwickeln. Das hat was mit Selbstentwicklung zu tun. Na, diese ganze Esoterik-Schiene. Aber wie soll das gehen, wenn man also selber schon ganz unten ist? Ja? Wie kann ich mich selbst entwickeln? Ich wusste, das funktioniert nicht. Mhm. Mit allen Versuchen, selbst etwas aus meinem Leben zu machen, die sind gescheitert. Und bei Allah ist es so, das ist ein Gott, der Unterwerfung fordert. Mhm. Ne? Wo zwar die Gemeinschaft da ist, aber der unterwirft nicht. Ich habe dort die Liebe nicht erkennen können, die mir begegnet ist. Okay, und was war die Konsequenz daraus? Die Konsequenz war, dass ich dachte, naja, du gehst halt doch mal in so einen Gottesdienst, in so einen christlichen und setzt dich dort einfach mit rein und vielleicht ist ja doch was dran an diesem christlichen Gott. Was haben Sie da erlebt? Ja, dort erlebte ich also zunächst, dass mir das sehr fremd war, na, so wie ich das befürchtet hatte oder wie ich mir das vorgestellt habe, das ganze Umfeld. Die Liturgie, die Sprüche, die Gesänge, das war doch alles, entsprach nicht dem, wie ich das so wollte. Ja, da gibt es ja dann schon ganz... Zu sehen, dass dieses Wort Gottes also wirklich die Wahrheit enthält und dass dieses Wort Gottes auch vernünftig ist, das war für mich völlig erstaunlich gewesen, dass ich dachte, wow, das ist ja völlig anders, als du dachtest. Das ist ja vernünftig, das ist ja verständlich, das ist ja, das entspricht ja dem, wie wir sind als Menschen. Haben Sie dann auch Menschen kennengelernt, die Ihre Situation verstanden haben oder die auch damit umgehen konnten? Ja, es war dann so gewesen, ich hatte mich dann einem Hauskreis angeschlossen. Dieser Hauskreis steht so dem CVJM nahe. Mhm. Na, dort sind also Menschen gewesen, die zum Teil Ähnliches erlebt haben, beziehungsweise die Suchende waren. Na, also die da sehr, ja, sehr darauf aus waren, Gott näher kennenzulernen. Ja, und diese Menschen, da fühlte ich mich einfach wohl. Ich habe auf einmal da Freunde gehabt, Freunde neu kennengelernt und ja, das finde ich bis heute absolut faszinierend für mich in diesem Leben. Menschen, die Sie vorher kannten, mit denen Sie vorher befreundet waren, haben die nicht gesagt, plötzlich der René ist ein Wendehals oder hat sich jetzt hier irgendwie der Kirche an den Hals geworfen? Ja, es gab sicherlich solche Stimmen, also die gesagt haben, ja, was ist denn jetzt aus dem geworden? Mhm. Aber Menschen, die mich wirklich relativ in der letzten Phase vor meinem Tiefpunkt erlebt haben, da gibt es ganz viele, die gesagt haben, wow, wie hast du dich verändert? Mhm. Und das ist also wirklich zum Positiven. Ich kann es selbst gar nicht so ermessen. Und manchen sage ich aber auch auf der anderen Seite, die mich so nicht erlebt haben, sage, sei froh drüber, dass du mich nicht so erlebt hast vor meinem Leben, bevor das so richtig bevor ich so richtig den Tiefpunkt erreicht hatte. Sie würden aber trotzdem für sich selber sagen, es war notwendig, erst dahin zu kommen, um... Für mich war es sicherlich so gewesen. Ich bin also ein Sturkopf. Ich bin in vielen Dingen, also bin ich da auch begrenzt und brauche, und Gott hat, um mich zu verändern, hat ja das also richtig so, sage ich mal, eher die Methode Holzhammer gebraucht, um mich da so richtig runterzuführen. Ich hoffe, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht so weit kommen müssen erst, ne? Ja. Sondern die vielleicht sich vorher schon auf die Suche machen und sagen, könnte da nicht was dran sein? Mhm. Ne, in meinem Leben könnte es da nicht etwas sein, was meinem Leben völlig neuen Sinn gibt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das ist mir einfach zu einfach. Ja?
komm in die Kirche oder komm zu Jesus und alles wird gut. Sie hatten ja vorher wahnsinnig viele Probleme. Alkoholismus, Familie zerrüttet, die Kinder haben sich, glaube ich, von Ihnen auch losgesagt, arbeitslos, Schulden und so weiter und so fort, also die gesamte Palette. Was antworten Sie Menschen, die sagen, also hier so einfach kann man sich's nicht machen und alles auf Jesus oder den lieben Gott schieben? Also Gott verändert Leben. Jesus hat mein Leben verändert. Das sage ich jetzt mal für mein Leben. Mhm. Na, es ist also so inzwischen, ich habe also einen Job, na, unter anderem bin ich im CVD-Landesverband angestellt. Ja. Christlicher Verein junger Menschen, genau. Ausgesprochen. Und sagt, es ist ja vernünftig, das ist ja verständlich. Das ist ja, das entspricht ja dem, wie wir sind als Menschen. Haben Sie dann auch Menschen kennengelernt, die Ihre Situation verstanden haben oder die auch damit umgehen konnten? Ja. Es war dann so gewesen, ich hatte mich dann einem Hauskreis angeschlossen. Dieser Hauskreis steht so dem CVJM nahe. Mhm. Na, dort sind also Menschen gewesen, die zum Teil Ähnliches erlebt haben, beziehungsweise die Suchende waren. Na, also die da sehr, ja, sehr darauf aus waren, Gott näher kennenzulernen. Ja, und diese Menschen, da fühlte ich mich einfach wohl. Ich habe auf einmal da Freunde gehabt, Freunde neu kennengelernt. Und ja, das finde ich bis heute absolut faszinierend für mich in diesem Leben. Menschen, die Sie vorher kannten, mit denen Sie vorher befreundet waren, haben die nicht gesagt, plötzlich der René ist ein Wendehals oder hat sich jetzt hier irgendwie der Kirche an den Hals geworfen? Ja, es gab sicherlich solche Stimmen, also die gesagt haben, ja, was ist denn jetzt aus dem geworden? Mhm. Aber Menschen, die mich wirklich relativ in der letzten Phase vor meinem Tiefpunkt erlebt haben, da gibt es ganz viele, die gesagt haben, wow, wie hast du dich verändert? Mhm. Und das ist also wirklich zum Positiven. Ich kann es selbst gar nicht so ermessen. Und manchen sage ich aber auch auf der anderen Seite, die mich so nicht erlebt haben, sage, sei froh drüber, dass du mich nicht so erlebt hast vor meinem Leben, bevor das so richtig bevor ich so richtig den Tiefpunkt erreicht hatte. Sie würden aber trotzdem für sich selber sagen, es war notwendig, erst dahin zu kommen, um... Für mich war es sicherlich so gewesen. Ich bin also ein Sturkopf. Ich bin in vielen Dingen, also bin ich da auch begrenzt. Und Gott hat, um mich zu verändern, hat er das also richtig so, sage ich mal, eher die Methode Holzhammer gebraucht, um mich da so richtig runterzuführen. Ich hoffe, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht so weit kommen müssen erst, ne? Ja. Sondern die vielleicht sich vorher schon auf die Suche machen und sagen, könnte da nicht was dran sein? In meinem Leben könnte es da nicht etwas sein, was meinem Leben völlig neuen Sinn gibt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das ist mir einfach zu einfach. Ja? Komm in die Kirche oder komm zu Jesus und alles wird gut. Sie hatten ja vorher wahnsinnig viele Probleme. Alkoholismus, Familie zerrüttet, die Kinder haben sich, glaube ich, von Ihnen auch losgesagt, arbeitslos, Schulden und so weiter und so fort, also die gesamte Palette. Was antworten Sie Menschen, die sagen, also hier so einfach kann man sich's nicht machen und alles auf Jesus oder den lieben Gott schieben? Also Gott verändert Leben. Jesus hat mein Leben verändert. Das sage ich jetzt mal für mein Leben. Mhm. Na, es ist also so inzwischen, ich habe also einen Job, na, unter anderem bin ich im CVD-Landesverband angestellt. Ja. Christlicher Verein junger Menschen, genau. Ausgesprochen und geschrieben. Und ich bin verheiratet, ich bin also habe eine tolle Frau, die mir Jesus gegeben hat. Zu meinen Kindern habe ich also auch ein sehr gutes Verhältnis inzwischen. Sie beschwert. Die Armee, was war der Sozialismus für Sie? Der Sozialismus war eine Idee. Die Idee von einer gerechten Gesellschaft, die Idee von neuen Menschen, die da werden können. Ja, und die Armee war ein Mittel, um diesen Sozialismus zu verteidigen, denn dieser Sozialismus in der DDR war bedroht. So habe ich damals zumindest geglaubt. Ja. Jetzt hieß es ja im Film auch, dass Sie also keinen großartigen Kontakt zum Vater hatten. Ich weiß nicht, wie sah es aus mit der Mutter? Hatten Sie da eine gute Beziehung? Ja, ich denke, zu meiner Mutter hatte ich also doch eine recht gute Beziehung gehabt. Wobei dass die Zeit, die sie für uns aufbringen konnte, begrenzt war. Ja. Ich war engagiert gewesen, beruflich und ja. Da habe ich fast so den Eindruck, die Armee und die Organisation, die es da auch in der DDR gab, das war so ein bisschen vielleicht auch Familienersatz für Sie? Ja, na, zumindest war es eine Zeit bei der Armee, in der ich also
das schon so gesehen habe, dass das, das ist, was mein Leben erfüllt. Das war so meine Lebenserfüllung, mein Lebenssinn bestand dann schon in der Armee, ne, in diesem Beruf. Ich hatte eine wöchentliche Arbeitszeit von, ich denke, so 70 bis 80 Stunden, die ich da in der Kaserne verbracht habe. Mhm. Und häufig waren wir auch ganze Wochen weg gewesen in Lagern und so weiter. Was hat Sie daran fasziniert oder was war das Schöne an diesem Leben? Kann man sich gar nicht so vorstellen, hinter Stacheldraht und dann nochmal Stacheldraht in der Armee. Ja, das Fantastische für mich war dabei gewesen, oder das Reizvolle, fantastisch ist vielleicht übertrieben, aber das Reizvolle ist natürlich, es hat was mit Abenteuer zu tun. Mhm. Na? Also du kannst draußen schlafen bei minus 25 Grad und du lernst da Feuer zu machen und du lernst mit allen möglichen Waffen zu schießen. Und bei mir kam noch dazu, ich war sozusagen ein Bestimmer gewesen. Ich war jemand, der was zu sagen hatte, ich konnte Befehle erteilen und ja, das war schon faszinierend. Mhm. Was hatten Sie für ein Ziel? Wohin wollten Sie in Ihrem Leben kommen, der große Traum? Tja, also den gab es eigentlich gar nicht so. Also so im Beruf immer weiter vorwärts kommen, ne? Also die Karriereleiter zu erklimmen. Aber ich sag mal, das, was mir gefehlt hat so für mein persönliches Leben, war eigentlich ein Sinn. Mussten Sie eigentlich auch dem ganzen System so ein bisschen Tribut zollen? Hat die Stasi auch mal angeklopft? Ja, natürlich war das so gewesen, dass wir also bei der, also auch als Berufssoldaten mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet haben. Das war halt einfach so gewesen, dass da also Berichte über Soldaten an die Ordensabteilung für Abwehr ging, an die militärische Abwehr. Mhm. Und dass es da also eine Zusammenarbeit gab, die war einfach da gewesen. Ja. Wen haben Sie damit gemeint, mit jemand? Also es musste jemand, meine letzte Hoffnung war gewesen, es gibt noch jemanden außerhalb von mir und nicht ich kann es sein, der mein Leben verändert, weil ich habe gemerkt, ich kann mit mir selbst nichts mehr tun. Mhm. Na? Ich habe also in meinem Leben sozusagen versagt, ich bin an den Tiefpunkt angelangt, ich bin der absolute Loser, der absolute Verlierer in meinem Leben, ich kann es aus mir aus ja nicht. Ja. Gott kann es aber nicht gewesen sein, der außerhalb war, weil Sie ja also daran geglaubt haben, dass Gott nicht existiert. Ja, also das war so ein Punkt gewesen, wo ich denke, ob ich in diesem Augenblick dann nicht doch die Hoffnung hatte, dass es einen Gott oder was auch immer geben kann, das würde ich jetzt einfach mal so bejahen. Ja. Also ich denke, da war schon noch diese letzte Hoffnung da. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch diesen Gott, ne, an den ich bisher überhaupt nicht glauben konnte. Okay, was haben Sie dann gemacht? Wo haben Sie dann nach der höheren Macht oder nach dem, was Ihnen dann vielleicht helfen kann, gesucht? Ja, also bei mir war es dann so gewesen, dass ich in dieser Nacht dann erlebt habe, dass Gott mich gehalten hat. Also ich habe das so erlebt, dass ich also einen Frieden erlebt habe, dass ich eine neue Hoffnung bekommen habe, dass ich ein neues Ziel sozusagen vor Augen hatte, so ein Licht. Und ohne einen Gott zu kennen, haben wir plötzlich gewusst, da ist also... Da ist noch jemand außerhalb, der nimmt dich so an, wie du bist dort geliebt. Okay, sind Sie dann gleich in die nächste Kirche gerannt? Ja, also in meinem Leben war das so, dass ich also Kirche erlebt habe als etwas von vorgestern. Mhm. Na, das war also etwas, was... ja, so zum Mittelalter eher gehörte. Ja. Und auch die Christen erlebte ich so als ziemlich komische Menschen, viele von ihnen. Sie hätten doch das Heil auch im Sozialismus suchen können, oder konnte der Ihnen in dem Moment nicht helfen? Ja, der war ja nun schon vorbei gewesen. Mhm. Also dieses Ereignis, was ich jetzt beschreibe, das lag schon also dann 9 Jahre nach dem Ende der DDR. Ja. Den gab es nicht mehr. Ich war ja schon völlig desillusioniert gewesen und ich wusste also, das ist es nicht. Ja. Diese Gesellschaftsordnung, diesen Kommunismus gibt Sozialismus es nicht mehr. Sozialismus ist es nicht, die Kirche ist es nicht. Wo haben Sie dann gesucht? Ja, ich habe also zuerst gedacht, also so ein Gott, und wenn man sich so Zeitschriften, Zeitungen anguckt, Bücher anguckt, dann heißt das dort, viele Wege führen zu Gott. Mhm. Es gibt also viele Wege und eines meiner Träume in meinem Leben war immer, ich wollte etwas Besonderes sein. Ich, René Rock, musste doch etwas Besonderes sein. Und da dachte ich, du suchst ja jetzt deinen eigenen, deinen besonderen Weg zu Gott. Mhm. Ja, und dann habe ich also so ausprobiert. Ne? Also so, dann mischt man sich da sowas zusammen, sowas Esoterisches. Ne? Ja. Dann guckt man so ein bisschen nach dem fernen Osten, das ist so in. Ne? Dann guckt man ein bisschen so Buddhismus. In Richtung Buddhismus, in Richtung Hinduismus. Mhm. Das fand ich immer schon faszinierend. Ne? Ja. Diese alte Hochkultur und ja, das war also so ein Weg. Also ich habe auch selbst den Koran gelesen, weil ich dachte, vielleicht ist es das. Na, da findest